ich weiß, dass solche Kinderärzte dann selber auch kein Vitamin D genommen haben und das hat nicht zu ihrer Gesundheit beigetragen. Im Gegenteil, es gab da auch die Situation, dass diese Ärzte nämlich selber krank wurden. Es ist ein Phänomen, dass ja viele Ärzte im Alter von 40, 50, 60 Jahren plötzlich krebskrank werden und sterben, ja. Du hast ja quasi schon angesprochen, dass viele einen sehr, sehr starken Mangel haben. Warum ist es dann so? Weil normalerweise, also die Natur ist ja quasi eigentlich sehr, sehr intelligent. Warum haben wir dann alle einen Mangel? Woran liegt das? Also gesagt habe ich schon, dass also die Vitamin D-Versorgung, die man ja im Prinzip für raphitische Babys mit krummen Knochen erfunden hat, nachher irgendwie in Vergessenheit geraten. Die wird letztendlich auch von Kinderärzten nach einem Lebensjahr abgesetzt. Kinderärzte sagen, nein, bleiben Sie mir weg mit Vitamin D. Sie gehen mir auf die Nerven, machen Sie, was Sie wollen. Ich schreibe es Ihnen nicht auf. Ja? Ich weiß, dass solche Kinderärzte dann selber auch kein Vitamin D genommen haben und das hat nicht zu ihrer Gesundheit beigetragen. Im Gegenteil, es gab da auch die Situation, dass diese Ärzte nämlich selber krank wurden. Es ist ein Phänomen, dass ja viele Ärzte im Alter von 40, 50, 60 Jahren plötzlich krebskrank werden und sterben. Ja? Da hat jeder in seinem Hintergrund und Bereich schon was gehabt. Also die Ärzte sind selber auch sehr schlecht über dieses Thema informiert, weil niemand geht jetzt hin und sagt, investieren Sie hier 2 €. Ja? Werbung wird da gemacht, wo es um eine Tablette für 500 € geht, ja? Gegen Migräne, ne? Monoklonale Antikörper. Das soll es dann bringen. Ja? Wir haben immer dann Marketingprinzipien, wenn es sehr teuer wird. Und die Ärzte sind da eben auch oft irregeführt. Ich habe jetzt auch einen fehlerhaften Beitrag aus der Medical Tribune, also aus einer Art Standeszeitung, da kommentiert, dass eben man gesagt hat, ja, falsche Hoffnung, Vitamin D. Das lesen die Ärzte kurz über und sagen hier, die Patienten sind alle manipuliert, ja. Aber dass sie selber manipuliert sein können, auf die Idee kommen sie nicht. Also das ist mein letztes YouTube-Video. Da kann man nämlich aus dieser japanischen Studie Amaterasu heißt die Amaterasu-Studie. Da wird gesagt, nee, alles nicht signifikant, Leute, vergesst Vitamin D, das war eine falsche Hoffnung. Aber diese Studie selber hat die Beweise, dass Vitamin D hervorragend wirkt, ja, wie du dargestellt. Also es wird alles runtergespielt, es werden immer nur teure Sachen nach vorne gerückt. Das ist richtig traurig. Und der Mangel ist eben, im Babyalter wird nicht richtig Vitamin D gegeben, im Jugendalter wo die Kinder ja dann auch in ihrer Pubertätsentwicklung nicht ins Schwimmbad gehen, jetzt frei nicht in die Sonne gehen wollen, da haben die krassesten niedrigen Spiegel. Das hat das Robert-Koch-Institut immer wieder festgestellt. Da gibt es viele Studien. Im Erwachsenenalter, die Studenten, die sind hoch motiviert, die sitzen dann tagelang in ihren Zimmern, die wollen alles lernen. Die kommen dann garantiert auch in dieses Studentensyndrom ein. Also, ich wollte den Nachmittag lernen, weil ich dann endlich mal frei hatte. Nix war. Ich habe von 1 Uhr bis 18 Uhr geschlafen, dann wurde ich wieder wach. Dieser übermäßige Schlafbedarf, das ist genau dieser Sonnenlichtmangel. Es geht keiner hin und sagt, geht draußen in die Sonne. Und wenn, also wenn, wird dann sofort gesagt, aber Vitamin D muss blockiert werden über Sonnencreme. Ja, so zieht es sich durchs ganze Leben durch. Wir sind letztendlich mit diesen Falschinformationen, die in unsere Birnen gekommen sind, das Opfer der Pharmaindustrie, weil wir erst die ganze Sonnencreme kaufen für super teures Geld, die natürliche Sonnenbelichtung vermeiden, weil es ja angeblich Hautkrebs macht. Das sind die Hautärzte, die da sehr viel dran verdienen. Ja, wollen Sie frei von Hautkrebs sein, geben Sie mir 20 €, dann gucke ich mir das an. Ne? Aber dass man dem Körper selber eine Hilfe geben kann, ist auch nicht. Und das nächste Geschäftsprinzip ist, dass eben an der Chemotherapie 100.000 € Umsatz gemacht werden, wenn die Leute gesund bleiben, dann ja.
dann lässt sich nicht so viel dran verdienen. Ich habe es jetzt einfach mal vervollständigt. Es kommen die Informationen in den Kopf hinein, die uns zu Kunden machen. Aus Freude am Fahren. Du hast Freude am Fahren. Geh ins Auto. Du könntest zu Fuß gehen. Mach das nicht. Du hast Freude am Fahren. Also so geht das auch mit vielen anderen Sachen. Und ich sag mal einfach, wenn Milliarden Umsätze gemacht werden, dann ist auch irgendwo ein Marketing-Mensch, der sich sagt, wie können wir denn Vitamin D hier aus der Bahn schlagen? Wie können wir das kaputt machen? Und diese Systematik habe ich genau aufgearbeitet in einer langen Tabelle, vitamindmobbing.de. Also jeder, der sagt, ja, ich kann es nicht leiden, es bringt nichts. Ne? Und das wird dann auch vorgeschoben. Also kann man alles nachprüfen. Also ich arbeite sehr viel mit Quellenhinweisen. Da wird nichts aus der Luft gegriffen. Okay. Die ganzen Links werden wir auch unter dem Video hier einblenden, sodass dann jeder nochmal nachlesen kann. Wir haben ja schon kurz so über die Symptome eines Mangels gesprochen. Also im Endeffekt ist es ja quasi so, dass der Körper in eine Art Winterschlaf fällt, wenn ich das so sagen kann. Und vielleicht kannst du nochmal kurz so aufzählen, welche Folgen ein starker Mangel haben kann, auf so die wichtigsten Bereiche. Nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Also als ich dieses Syndrom entdeckt habe im Jahr 2006, 2007, habe ich es auch systematisiert. Ich habe das übrigens auch dann 2009 auf dem internationalen Vitamin-D-Workshop oder Kongress vorgestellt und auch so ins Buch gefasst. Wir haben 5 Hauptsymptome und die Hand heißt auf Spanisch Manos, ja, oder Manos Hände, und M-A-N-O-S sind die Symptome. M, das ist der Muskelschmerz, den man hat. Also wenn die Leute sagen, ich habe immer Muskelschmerzen, keiner kann was finden, wenn ich laufe, dann tut es mir weh. Das ist das M. Das A, das ist die Adynamie. Unter diesem Begriff sammelt sich diese ganze Schwunglosigkeit, Müdigkeit, Lethargie, Lustlosigkeit. N sind die neurologischen Symptome. Alles, was der Nervenarzt diagnostiziert, also zum Beispiel depressive Verstimmung, dass man nicht richtig funktioniert, man kann sich nicht konzentrieren, dass also der ganze Computer nicht richtig arbeitet, ist ja auch kein Wunder. Unser Computer wird mit Calcium gesteuert, das ist unsere Elektrik und Vitamin D ist der Chef für das Calcium. Bei Leuten mit starkem Vitamin-D-Mangel, da geht sogar der Kalziumspiegel runter, obwohl der unter Mühen hochgefahren wird. Und wenn die Leute dann eine Pause machen, dann geht es in den Keller und dann sind sie müde und kippen hin. Und O, das steht für Orthostase, also gerade stehen, Dysregulation, dieses ich stehe auf und da wird mir schwarz vor Augen, ich muss runter, ich habe so mit Kreislauf, ja, diese Kreislaufbeschwerden, sagt der Arzt, wer da viel Erfahrung hat, fahren sie einfach mal in Urlaub. Geht natürlich nicht. Ne? Das kann man auch mit einer dieser Vitamin-D-Therapie innerhalb weniger Tage in den Griff kriegen, kann sich schon nach einer einzigen Dose innerhalb von 24 Stunden bessern. Und S, das sind jetzt Skelettsymptome. Skelett, das sind also die Knochen, die fangen an zu schmerzen. Wenn die Oma sagt, also wenn ich sitze, geht, aber sobald ich mich hinstelle, habe ich diese Schmerzen in den Leisten, im Rücken, dann muss ich mich sofort wieder hinsetzen. Das sind eben diese weichen Knochen. Da geht das Thema Vitamin D nämlich ins Thema Osteoporose über. Und die Osteoporose, da brauchen wir gute Werte von Vitamin D. Wir brauchen allerdings noch weitere Sachen. Das ist ein eigenes Buch von mir, die Osteoporose, und zusammengefasst ist das in dem Video komplettepalette.de. Da hat man den Übergang, wenn man sehr viel mit Skelettschmerzen hat, also mein Rücken, Bandscheibe, Spinalstenose, Hüftgelenksverschleiß. All diese Sachen sind letztendlich Folge eines Mangels an Nährstoffversorgung. Okay, gut, dann sind wir da jetzt erstmal darüber aufgeklärt. Wir haben jetzt schon viel über Mangel gesprochen. An welchen, und du hast auch schon ein paar Zahlen genannt, so bei welchen Werten sagt man so, hey, es ist ein ganz klarer Mangel, und welche Werte sind natürlich bzw. erstrebenswert, oder vielleicht auch welche Werte haben Naturvölker? Und noch wichtiger Punkt, die richtige Einheit sollte man vielleicht auch noch klären. Ja, also wenn wir unser Handy angucken, dann sagt es uns, aha, 3% dringend ans Ladegerät, ja, und es geht dann bis 100. Und so ähnlich ist das auch mit dem Vitamin-D-Spiegel, den wir in Nanogramm NG-ml, Nanogramm pro Milliliter, feststellen. Das heißt, der Durchschnittswert in Deutschland ist so Richtung Frühjahr 15,
Also da sind die Leute alle im Grunde so, dass sie ins Ladegerät müssen. Man könnte auch, wie jemand mal sagte, Deutschland an Haken nehmen, in südliche Gewässer schleppen, ja, dann wäre vielleicht was gewonnen. Dann gibt es also diesen Übergangsbereich, und wie immer, wenn es einen Übergangsbereich gibt, ist es auch ein Politikum. Ja? Wie viel Feinstaub, ja? Wie viel Abgase, wie viel CO2 darf ich? Und wir kennen das in einer Grunderfahrung, die Schulnote. Ja? Wenn alle Schüler oder die Hälfte der Schüler in der Klasse eine 4 oder 4 minus in der Klassenarbeit hat, ne? Sagt der Lehrer, was ist denn? Ich habe jetzt keine Lust, mich dann Nachmittag hinzusetzen und meine wertvolle Freizeit hier für Nachhilfe zu verschleudern. Das wäre viel zu viel Arbeit. Ihr müsst einfach mehr tun. Ja? Und diese 4 minus, das ist beim Vitamin-D-Spiegel die 35 oder die 33. Ja? Mhm. Das ist jetzt noch über dieser Normgrenze von 30 schon gut. Und der Arzt sagt, da bin ich fertig mit Ihnen. Da kann der Nächste schon reinkommen. Da verkürzt er also im Grunde seine Beratungsmöglichkeiten. Und ich sage, einen richtigen Krebsschutz, Allergieschutz, den hat man, wenn man Richtung 60, 80, 100 geht, wenn man also den Tank voll macht. Geht mit dieser Formel, die ich da entwickelt habe. Und diese Formel muss man nicht selber umsetzen, das kann man machen. Aber ich habe da den Vitamin-D-Rechner entwickelt, vitamindrechner.de. Und man kann auch den Verlauf des Vitamin-D-Spiegels in Abhängigkeit von der eingenommenen Dosis genau grafisch abbilden durch den vitamindsimulator.de. Das sind beides Leistungen, die ich entwickelt habe, weil ich sehe, dass viele tausend Menschen eben hier sagen, ja, ich möchte in die Richtung gehen, aber ich möchte das selber in der Hand haben. So kann man das machen. Und was die Einheitenfrage betrifft von dir, es gibt noch eine Einheit Nanomol. Mhm. Und da ist der Umrechnungsfaktor 2,5. Man kann sagen, Nanomol übertreibt 2,5-fach. Wenn da also jemand in Wirklichkeit 10 Nanogramm hat, dann sagt der Arzt, ach ja, es sind ja 25. Er schweigt, Nanomol. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja fast schon normal. Mhm. Ja, da werden die Leute also runtergehandelt, denn das ist ja im Grunde auch der Schock, den ich dann manchmal erlebe, dass dann 10 Leute vor mir in der Sprechstunde sind, die alle jetzt den Mangel haben. Wie gehe ich damit um? Ja, also ich schreibe denen dann das Rezept und rechne denen das kurz aus. Aber wenn man das nicht gelernt hat, dann sagt man, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu riskant. Ich habe auch gehört, es gibt da vielleicht Nebenwirkungen. Also man muss sowas schon trainiert haben.